Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Toad Wurzheim mit Makedonien. Wir haben letztes Mal das da verloren, dann hat es Pergamon wieder erobert, dann hat es Parthien wieder erobert und dann haben wir es wieder zurückerobert. Hier, das da müssen wir noch schauen, wie wir mit denen zurechtkommen und ja, die Abtrünnigen Makedoniens sind kein großes Problem. So. Wir werden jetzt auf jeden Fall weiter marschieren. Also das da ist jetzt Alexander Stolz. Der wird nach Raga gehen und dann sich hier über Bam zu Harmozia begeben und sich mit Alexanders Vermächtnis wieder vereinen. Das hört sich schmutzig an. Gut, mit hier oben, ja, das lassen wir erstmal. Also, da hat sich ja Alexander der Große nicht ausgebreitet, sondern nur wirklich hier runter, dann hier und dann ist er nach Indien rüber und dann von Indien wieder zurück und alles dann gestorben. Gut, soweit die Märchenstunde. Hier müssen wir mal schauen. Ja, da werden wir mal einfach so das rekrutieren, damit wir da ein bisschen mehr Einheiten haben. Ach, zieh mal einer an. Was machen wir hier? Es wäre ganz nice, irgendwas zum Sichern. Oder öffentliche Ordnung. Nee, ja, wobei hier haben wir eigentlich schon. Ja, hier haben wir schon mal zwei. Wie heißen die? Zwei Randgebiete. Also quasi Industrie. Haben wir hier schon mal, schon zwei Stück in der Stadt. Dementsprechend werden wir das jetzt mal dabei belassen. Hier können wir die Forschung hochdrehen. Ja, hier. Das ist unser öffentliche Ordnung weniger, aber da ist die Ordnung eigentlich relativ stabil. Okay. Gut, dann schauen wir uns an, was das nächste. Ah, genau. Die nächste Runde zu bieten hat. Okay, Bam hat jetzt nichts mehr. Der bunkert sich immer noch ein. Hier haben wir eine 13er Garnison und eine Mauer, also alles gut. Der kann das nicht einnehmen. Was? Der will mit denen. Der will mit dem meine Garnisonsarmee besiegen. Wie dämlich ist das denn? Der will ja nur, dass ich die unnötigsten Spiele selbst spiele. Fauler Computer. Der will das nicht selbst berechnen. Wie will der bitte, also klar, wenn es eine Phalanx gegen den General wäre, ja mei. Aber das ist halt eine Phalanx und Bogenschützen. Und die Bogenschützen gehen jetzt einfach hier hin und schießen ihn in den Rücken und gewinnen so. Ich meine, ich würde mit denen alleine gegen ihn gewinnen. Zu 50%. Kommt halt drauf an, ob ich genug Munition habe. So. So, bitte breit aufstellen. Schaut, der kommt gar nicht hin.
Aber der stirbt auch nicht, okay. Ausgeglichener Kampf. Und jetzt Feuer frei. Unser General wird angegriffen. Wenn ich mehr von meinen töte, als dass ich jetzt von ihnen... Warte mal, ich gehe mal näher ran. Vielleicht können die dann besser zielen. So, jetzt müsst ihr ja gar nicht in den Bogen schießen, sondern einfach nur volle Kanne drauf. Alter! Die treffen halt ja wirklich meine eigenen Leute. Sind die dämlich? Mal. Ja. Jetzt haben sie sich eingeschossen. Oh, doch nicht. Das war gerade ein Handshot. Aber hier, ihr schießt eure eigenen Leute ab. Pass mal auf. Und jetzt bitte einmal brennender Schuss, damit die auch mehr wanken. Ja, gewinnt ihr laufenden Schlag. Genau. Schau mal. Solche Idioten. Der feindliche General ist tot. Okay, jetzt können wir einen Vorsprung. Okay, wie viel habe ich Verluste? 10 und er hat nur einen getötet. Ja. Good job. Vor allem, die waren genau vor euch, Alter. Oh. Naja, das sind nur Plänkler. Die sind keine echten Bogenschützen. Gut. So, dann. Schauen wir mal. Also selbst ohne, fast glaube ich mal. Selbst ohne die Bogenschützen hätte ich wahrscheinlich gewonnen, weil der sich nicht sehr clever aufgestellt hat. Der hat sich wirklich nicht clever aufgestellt. Der hätte sich breiter aufstellen müssen und dann versuchen müssen, in den Rücken von der Phalanx zu kommen, was eigentlich auch ziemlich... Lässt du deine Finger weg? Lässt du auch deine Finger weg? Was auch ziemlich easy gewesen wäre, weil ich wirklich nur noch, keine Ahnung wie viele, 40, 50? Ja, irgendwie 40, 50 von den Pikinieren gehabt hat. Am Altar unseres Wohlwollens muss ein... Wir sind... Nö. Die Makedonier, die haben nur noch zwei Siedlungen und keine Stadt. Was? Und keine Streitkraft, meine ich. Warte, ich da labern, hey?
So, der geht auf jeden Fall zurück. Der geht nach Raga. Okay. Ja, das muss ich automatisch machen. Weil, also, wenn er keine Katapulte hätte, würde ich das sogar kämpfen. Aber, ja. Mit Katapult ist das eigentlich, ja, eigentlich unmöglich. Vor allem, ich habe ja auch keine Kavallerie. Mit Kavallerie? Ich nehme teil. Rang erhöht, Umsturz. Garnison ist in Ordnung. Störung. Alter, du bist so gestört. Mit ÖH. So, jetzt gehe ich dahin und hol mir die Kavallerie. Das war, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, die letzte Runde, wo man die so bekommt. Also in Silber, nee, Gold 2 bekommt. So, das ist schon mal gut. Dann bin ich hier oben. Komm. Da habe ich auch nur 17. So, hier. So. Soll ich weiter marschieren? Ich glaube schon. Weil je länger ich hier bleibe, desto mehr Chancen hat er, meine Einheiten zu degradieren. Ja, automatisch, oder? 83. Entschuldigung. Der macht mir 27% Schaden. Okay, das kann schon sein. Das kann schon sein, okay. So. Verdammt. Was erforsche ich denn gerade? Das da. Königliche Kaserne. Ich erforsche jetzt das da. Und mache hier einen Tempel der Nymphen. Das ist super für bam. Das ist halt super für eben meine, also hellenistische Kultur. Und dementsprechend sehr, sehr important. So, du bekommst auch. Und du. Du bekommst das natürlich auch. Sehr schön. Dann. Genau, der baut jetzt und rekrutiert. Und dann nächste Runde werden wir diese hübschen Knaben da töten. So, hier oben ist, glaube ich, wirklich nicht. Ja, doch. Das sind die Geten. Was geht denn? Das ist aber keiner von mir. Das ist keiner von mir. Warte mal, kann ich den ersetzen? Das ist niemand von mir. Der Rehe in Dareios Untergang muss einen von mir haben. Der geht jetzt mal Richtung. Stimmt, der ist jetzt. Hä? Wow. Es ändert sich halt gar nichts. Das ist halt schon lächerlich. Ne, es ändert sich echt nichts. Er kann im Gewaltmarsch genauso weit gehen wie normal. Okay. Interessant.
Dann gehen wir mal weiter. Also, was jetzt noch wirklich aussteht, ist auf jeden Fall kein Friedensabkommen. Das heißt, er greift mich gleich irgendwo an. Wo greift er mich an? Nee, doch nicht. Okay. Aha. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Vor allem, weil er nur Fernkampf hat. Also wenn ich ihn irgendwo in die Enge treiben kann, dann habe ich gewonnen. Also das heißt, mit der kompletten Kavallerie gehe ich außenrum, versuche ich außenrum zu gehen. Und mit den Nahkämpfern versuche ich, so lange wie möglich auszuhalten. Natürlich habe ich eine Stadt, wo das nicht möglich ist, jemanden zu catchen. Ja, maximal hier, ne? Schildwall. Die Pikeniere kommen weiter hinten hin. Die kommen hier hin. Wow. Okay. Die da und der da kommen hier hin. Und die Kavallerie, warte, du kommst hier hin. Die Kavallerie kommt hier hin und versucht dann außenrum zu gehen. Ja, nee, das ist gemein. Das ist gemein. Jetzt hoffe ich, dass er hier hin geht. Schöner Schildball. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wahrscheinlich wird er aber nach dahin gehen, ja. Dann galoppiert ihr mal raus. Ihr geht mal dahin. Das klappt überhaupt nicht so, wie ich will. Verdammt. Mal ganz außen rum. Dieser hat jetzt blöd, dass da auch noch östliche Schwertkämpfer kommen. Da ist halt mein General drin, ne? Hm.
So, hier jetzt schon ein bisschen. Oder was machen die denn? Unser General wird angegriffen. So, die gehen gleich weiter. Die Kavallerie geht zurück. Die greifen hier an. Bitte schnell. Das sind nur Steinschleuderer, ja. So, dann können die sogar noch mal außen rum gehen. Wieso greifst du da an? Du hast keinen Befehl dafür bekommen. So, das ist schon mal ganz gut. Jetzt noch da. Die Männer wanken. Ja, das dürfen die. So. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir. Und wieso bist du immer noch drin? Du sollst raus, du sollst raus, du sollst raus. Oder bleib drin und verrecke. Ist mir jetzt auch wurscht. Gut, du gehst dahin. Ah, du bist endlich raus. Warte, du gehst dann ja, da ist jetzt halt genau das dabei passiert halt gerade genau das, was ich befürchtet habe. So. Die gehen jetzt dahin. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Mhm. Ah.
Uiuiuiui. Gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja. So, okay, jetzt flieht er. Uiuiui, das war heftig. Der feindliche, ne? Ja. Gut. Uiuiui. Das war heftig. Ja, alles von der Fernkampfkavallerie ist halt. Ui. Da braucht man eine gute, starke, eigene Kavallerie. Vor allen Dingen, das Problem ist bei den Plänkler-Kavalleristen, ist, dass dass die eigene Kavallerie, die schwere Kavallerie, nicht hinterherkommt. Das ist halt, meh. Mir wurde gesagt, unserer Schatzkammer fehle eine gewisse Summe Gold. Ja, schön. Interessiert mich nicht. So. Oh nee, oder? Ja, okay, der belagert nur. Die Frage ist, wie lange die Belagerung jetzt. Oh. Der mit seinen blöden Katapulten. Alter, der Mann in der. Oh. Also nur Katapulte in Ordnung, aber dann noch die ganzen, ja. Nie, da habe ich wenig Chance dagegen. Ey. Hat der. Jetzt kommt ja wieder das tolle Agentenspiel. Oder das ist ja die ganze Zeit schon da. Siedlung wird belagert. Wie lange Kind ist geworden? Sehr schön. Zwei Runden. Natürlich kommt der nicht hin. Natürlich kommt der auch nicht hin. Aber erst nächste Runde. Also nächste Runde kommt er hin. Das ist ja schon mal was. Gut, hier oben. Der hat bestimmt jetzt einen verloren, oder? Militärstörung. Ja, hat sich aufgelöst. Sehr schön. Ja, brauchst dich gar nicht so zu verstecken. Das mache ich auch automatisch. Da gehe ich aggressiv rein. Weil der hat wieder Katapulte. Und die versklave ich. Super. Das war super. Hier. Und der geht. Der geht wieder zurück. Aber einen gewaltigen Marsch. Gut, dann würde ich sagen, wir sind schon wieder am Ende. Warte, du kommst hier hoch. Gegen die Agenten brauche ich was.
Nicht so ein... Ah, warte. Nee, wir sind noch nicht ganz am Ende. Der erobert nämlich das jetzt zurück. Auch automatisch. Super. Gut, dann haben wir alles wieder zurück. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir bekommen eine neue Tradition und Pferde. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye.